3, 2, 1. Ja, hallo, hier ist wieder der Captain. Willkommen im PBM 67 und willkommen zur 100. Jubiläumsrunde. Wir schreiben das Jahr 800 nach Christus. Ein bedeutendes Datum in der germanischen oder in der deutschen Geschichte. Ich hoffe, euch hat das Special gefallen. Das Special, das die ersten 100 Runden beschreibt. Ansonsten ist es eigentlich ein guter Wash-Up für all jene, die sich nicht unbedingt 99 Filmchen anschauen wollen. Und daher jeder, der die Vorgeschichte nicht kennt, könnte sich innerhalb von einer halben Stunde dann das Special anschauen. Auch hier werde ich jetzt wieder diese Historienmusik benutzen, denn es ist das Besondere für Runde 100. Schauen wir doch, was wir so alles machen. Zunächst erstmal wird in Runde 100 der Inquisitor, dem Karl Martell sich angeschlossen hat, der wird nach Susa gehen und sich einen harten Fight mit der fremden Religion liefern. Und natürlich obsiegt die Christenheit, das Christentum, und in Susa werden 4 Anhänger jetzt Anhänger vom Christentum. Das Traurige dabei ist, Karl Martell lässt dort sein Leben heroisch im Kampf gegen die Ungläubigen. Doch sein Enkel stand bei ihm, das ist Karl der Große. Und was Karl Martell nicht ganz geschafft hat in Susa, vollführt er. Und er rettet quasi die Inquisition in Susa, sodass er sich dadurch einen Namen machte und dann dann Karl der Große von den Kurfürsten zum neuen König des Germanischen Reiches gewählt wird. Und er setzt auch gleich neuen Mut in Schlachten um. Er hat gesehen, dass einige abtrünnige bzw. ungläubige Perser sich scheinbar nach Persien zurückgezogen haben. Es ist kein Angriff weiter mehr auf das russische Ekbatana erfolgt. Scheinbar hat der Boe der Perser die Flucht ergriffen bei den Horden, die er dort von Susa kommend sah. Eine Rückeroberung findet also nicht statt. Gut. Ja, dementsprechend befiehlt er seinen Truppen, sich zu positionieren und den angeschlagenen Truppen, sich zu regenerieren, denn es wird noch ein harter Kampf werden. Einiges an Truppen konzentriert er sich nämlich hier bei Tarsus und das heißt erstmal Aufklärung. Zur Aufklärung eignet sich der Ritter ganz gut, der kann ein bisschen gucken. Und wenn wir jetzt mal schauen, wo wir da so stehen, einmal ziehen wir dort noch hin. Ah, da ist alles frei. Zweimal kann ich noch ziehen. Ziehen wir noch einmal dahin. Okay, hier ist auch alles frei. Also ich sehe momentan nur 2 Armbrüste. Das ist gut. Wie klären wir sonst noch auf? Wir klären noch auf mit diesem... Oder klären wir mit dem auf? Oder mit dem? Oder mit dem? Nein, der soll erstmal regenerieren weiter. Wir klären mit dem auf. Der hat das Schild. Fernkampfschäden, nicht so weiter schlimm. Also einmal hier hin. Und da sind auch die Truppen, die ich vermisst habe. 2 Pikeniere und eine Armbrust. Die habe ich nämlich vermisst. Die Armbrust stand noch dort. Der Pikenier stand dort. Und wo der stand? Ja, der stand wahrscheinlich hier unten. Okay. Stand hier unten noch sonst irgendwas? Ich weiß es nicht. Gut, was machen wir sonst so? Wir bringen unsere Einheiten ein bisschen in Position. Und zwar verschanzen wir den Schwerti hier. Erstmal. Dann setzen wir noch... der oder der. Nein, diesen Landsknecht ziehen wir nach vorne. Der kann ruhig dort bleiben, dann steht er dort und kann eingreifen zur Not. Dieser Landsknecht, den ziehen wir bis hier hinten hin auf dieses Feld, damit er dort im hinteren Rückraum loslegen kann. Sieht er das? Ja, gut. Und da hinten ist auch schon die andere Armbrust. Da ist noch eine. Also hatte er doch 2 Armbrüste, 2 Pikeniere. Hat er ganz schön was gesammelt hier hinten. Gut, die andere Armbrust lassen wir dort stehen. Und den General ziehen wir auf dieses Feld. Da kann er mir nicht so viel tun. Okay, wunderbar. Jetzt den Rückraum. Wie machen wir das hier? Wir wollen jetzt von dieser Seite auch irgendwie angreifen. Also ziehen wir das darüber. Die andere Armbrust ziehen wir mal bis dorthin. Der muss noch regenerieren. Der muss sowieso regenerieren. Und noch ein Landsknecht aus der Stadt Persepolis. Den können wir bis hierhin vorziehen. Gut. So, wenn er schon die ganze Zeit zu dem Schiff springen will, machen wir kurz die Aufklärung hier mit dem Schiff und sehen, da ist Memphis. Und die Aufklärung mit dem anderen Schiff. Nix. Okay, das wäre das. Was haben wir sonst noch hier? Die restlichen Einheiten müssen alle noch ein bisschen heilen. War das so, dass der nicht auch dahin konnte? Nee. Gut. So, damit haben wir jetzt auf breiter Front unsere Einheiten postiert. Und das Pferdchen ziehen wir nochmal zurück. Und zwar, wenn er sich nicht bewegt, dann sieht er das Pferdchen hier hinten jetzt nicht. Weil er da einfach keinen Blickkontakt hat. Jo, was haben wir sonst noch? Wir erforschen auch noch ein bisschen die Hauptstadt hier von Paris, von Frankreich. Und wir sehen hier, dass er scheinbar immer noch keinen Stall gebaut hat. Er hat nämlich eine Kuh mit nur einem Hammer. Das ist irgendwie etwas komisch. Die Stadt ist so riesengroß und er hat das immer noch nicht gepackt. Naja, fahren wir mit dem Schiff wieder zurück. Wir möchten mit dem Schiff nämlich so langsam mal was anderes machen. Die Armbrust ziehen wir auch schon mal runter. Bereiten wir uns schon mal ein bisschen darauf vor, demnächst irgendwann Genf zu erobern. Und jetzt noch das nächste, was Karl der Große gleich als erstes in Auftrag gibt, ist ein Missionar. Denn die Bevölkerung hier im ehemaligen Persischen Reich soll komplett christlich werden. Davon war dann der Papst des Christentums so beeindruckt, dass er ihn an Weihnachten 800 nach Christus zum ersten Kaiser des Vereinigten Germanischen Reiches ausrief. Ein Ehrentitel zur Verteidigung der Christenheit, Verbreitung des Christentums. Schauen wir noch ein bisschen in die Demografie. Wir stellen fest, dass Frankreich mit seiner riesengroßen 18er Stadt schon wieder die meiste Bevölkerung hat. Ich konnte dem noch nicht wieder etwas entgegensetzen. Das kommt erst wieder in ein paar Runden, wenn dann alle meine Städte wachsen. Und ansonsten ist absolut nichts passiert. Wir warten auf unseren großen Ingenieur, auf die Akustik und auf den Stahl, sodass wir unsere Lawine von Wunderbauten anstoßen können. Das war's dann auch schon und man sieht sich dann in Runde 101. Bis zum nächsten Mal.